Veranstaltung, vor allem endlich mal wieder live. Wir haben zum einen eine Orientierungsskizze bekommen, wie sieht die Arbeit der Zukunft aus. Zudem haben wir Impulse bekommen, wie ein Unternehmen es geschafft hat, innerhalb von wenigen Monaten eine globale HR- und Payroll-Lösung zu implementieren. Und wir sind in einer Diskussionsrunde darauf eingegangen, was die Arbeit der Zukunft bedeutet. Beim Zalaris Handshake geht es darum, dass wir originär die Idee hatten, was ist eigentlich zu kurz gekommen in der Corona-Zeit. Wir haben gedacht, was ist das Erste, was passiert, wenn sich Menschen begegnen? Es ist tatsächlich der Handschlag. Sich mal über die Erfolge auszutauschen und von den anderen Kollegen zu lernen und von Projekten zu lernen. Was hat mich zum Zalaris Handshake geführt? Im Grunde schon der Titel Handshake. Ich wollte endlich mal wieder die Kollegen treffen, austauschen, netzwerken. Eine solche Veranstaltung bedeutet für mich einfach Leute sehen, präsent sein, nicht nur auf Business-Ebene zu sprechen und einfach auch sich menschlich auszutauschen. Wir haben unsere Partner mit an Bord, das bedeutet eine SAP ist mit dabei zum Beispiel. Wir haben aber auch sehr viele Kundenvorträge, also von Kunden für Kunden. Ich fand es sehr schön, die Vorträge zu erleben, wie ähnlich die Themen sind, die einen in der HR- und Digitalisierungswelt umtreiben. Und natürlich dann auch die Kundengeschichten. Also gerade hatten wir Unix als Geschichte bzw. wie die Projekte da gelaufen sind. Das finde ich auch super spannend. Insgesamt habe ich das Event als sehr bereichernd und anregend empfunden. Das Netzwerk ist einfach genial.